Hey, ho Leute, willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wo waren wir denn jetzt dran? Betritt das Zelt. Ah, okay, da sind wir dran. Ah, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Okay, dann Hätte ich geht's. wirklich gern ein Demiguise. Braucht scharfsinnige Augen. Nimm beispielsweise mich. Meine Augen sind scharf wie die von einem Niffler auf einem Goldberg. Oder wie ein Nockschwanz, der ein Ferkel sieht. Ich prahle nicht, ist wahr. Was kann ich für meine natürlichen Gaben? Warte mal gerade. Können wir das neu laden? Ich hab doch gespeichert, ne? Ich hab die doch besiegt, oder? Automatisch gespeichert. Ich versuch mal das. Manuell, ne? Ich versuch nochmal. Ja, habe ich ihn nicht besiegt gehabt? Anscheinend nicht. Na gut. Dann versuchen wir es nochmal. Entschuldigung, aber ich habe da Chattige besiegt gehabt. Wen kümmert's, ob sie noch leben? Konzentriere dich doch lieber auf unsere Beute. Hier muss ich austauschen. Hier, die muss ich. Bombarda. Nein! Du solltest flüchten. Möchtest du lieber wieder runter? Die bewachen den Zaubereiminister persönlich. Was geht hier vor? Tja, finden wir es raus. Okay, ja, genau das ist das. Da war ich doch schon. Ich habe hier doch schon repariert. Die Sau. Naja, gut. Reparo. So, da waren wir. Naja, ihr habt da jetzt mal zweimal geguckt, das ganze Spiel. Revelio. Da war, glaube ich, hier irgendwo was. Siehst du, die Truhe ist nämlich geöffnet. Hahaha, ich war nämlich hier schon. Guck mal hier, ach, guck mal hier. Ja, sind hier, haben hier einen kleinen, das wird gerade geben. Na gut, wir betreten das Zelt. Was bei Merlins Bart? Sind das Drachen? Drachenkampfring. Das ist die Hornschwanzhalle. Das erklärt den Namen. Und die Heiligkeit. Kein Wunder, dass die Wilderer so oft in Hogsmeade waren. Sie haben dort sicher Wetten angenommen und Zuschauer angelockt, so voll wie es hier ist. Wie kann man an so etwas Spaß haben? Die Zentauren haben wirklich allen Grund, uns Zauberer zu verachten. Hier müssen noch mehr Drachen sein. Die Wilderer sind zu gierig, um nur zwei Drachen gegeneinander antreten zu lassen. Wir sollten ausnutzen, dass die meisten mit dem Kampf beschäftigt sind und uns umsehen. Aber diskret. Besonders du darfst nicht entdeckt werden.
Uiuiuiuiuiui. Schwierig. Nein. Was hat Victor sich dabei gedacht, mit ihnen Geschäfte zu machen? Von deiner Familie gehört. Hat sich einer deiner Brüder mittlerweile besonnen? Treten sie uns bei? Mann, wir gehen zu weit, dass wir mit Gewalt nicht bekommen, was wir wollen. Und gestern habe ich mit Gewalt genau das bekommen, was ich will. Es widert mich an, an ihrer Seite zu arbeiten. Wie erträgt Renrock es bloß in Rookwoods Nähe? Abscheulich. Nicht mehr lange. Bald stehen wir nicht mehr unter der Frucht der Zauberer. Sie werden für ihre Taten bezahlen. Du bist leise wie ein Krampf. Niemand entkommt mir. Ich finde dich. Wo bist du hin? Ich bin auf das Flug zurückzukommen. Nintendo! Du hattest keine Wahl. Ein Fuß vor den anderen, so leise wie möglich. Revelio. Okay, okay. Ja, aber das war so leise wie möglich. Krass. Ah. Rebellion. Wir haben nichts vergessen. Die Kobolde gehört? Renrock und die Wilderer arbeiten zusammen. Poppy, da ist etwas hinter dir. Was passiert da unten? Oh. Sie müssen sie gerade gefangen haben. Sie wehrt sich ziemlich heftig. Nicht gerade ein fairer Kampf, wenn sie so angekettet ist. Greifen wir ihr unter die Flügel. Drachenei, ein Hybride, wie es aussieht. Wir können es nicht zulassen. Die haben sicher nichts Gutes damit vor. Alohomora. Okay. Also direkt zurück oben. Oben war's.
Gut, ich habe das Ei. Bereit? Das Überraschungsmoment verschafft uns nur ein paar Sekunden. Dann nutzen wir sie. Yeah.
Lauf! Oh, das war wieder ein Kampf. Das war ein schwarzer Hybride. Das Ei in unserem Besitz gehört wohl dem Drachen. Sie wusste sicher nicht, dass sie es hatten. Ansonsten wäre sie nie gegangen. Was jetzt? Sie hat uns ja keine Einladung gegeben. Ich weiß es nicht. Heute kam alles anders als erwartet. Erst die Kobolde, dann der Kampfring. Und ein Drachenei ist das Letzte, mit dem ich gerechnet hatte. Und die Wilderer haben uns gesehen. Das ist nicht gut. Meinst du, die Wilderer rächen sich? Meinst du, die Wilderer könnten sich rächen wollen? Nach Nein. all dem Ärger, den sie mit uns hatten. Ach Wir Gott. Sollten davon ausgehen. Ach. Die sind nicht gerade nachsichtig. Leider hast du aufgrund unserer Taten jetzt eine noch größere Zielscheibe auf dem Rücken als vorher. Was, wenn das Ei... Da das Drachenweibchen weggeflogen ist, können wir das Ei behalten? Besser wir als die Wilderer, zumindest vorerst. Aber ich finde nicht, dass wir es dauerhaft behalten sollten. Vor Professor Weasley können wir es jedenfalls nicht ewig verstecken. Herumstehen hilft uns auch nicht. Bringen wir uns in Sicherheit, dann besprechen wir alles. Stimmt. Wenn die Wilderer etwas können, dann ihre Beute aufspüren. Und im Moment sind das wir. Pass auf, ja? Wir sehen uns dann später im Schloss. Auftrag abgeschlossen. Feuer und Sünde. Revelio. Es wird Zeit, dass Sie den Verwandlungszauber lernen, nachdem Sie die nötigen Aufgaben erfüllt haben, die nützlich sein werden, um Ihr Handbuch zu vervollständigen. Besuchen Sie meinen Unterricht. Danach besprechen wir Ihren bisherigen Fortschritt. So. Also, pass mal auf Folgendes. Jetzt muss man erstmal gerade öffnen, wie gerade die Aufträge. Also, ich bin jetzt. Das war jetzt schon wieder heftig. Heftig. Oh. Sammel die Handbesserung zum unterirdischen Hafen. Finde die Handbesserung im Buch verwandelt zwischen in der Bibliothek. Ja, gut, dann. Ja, unterirdischer Hafen war aber ich schon mal, ne? Oh, da haben wir nicht die Handbuchseite da. Karte. Oh Gott. Genau, machen wir erstmal hier das. Weil ich... Da gibt es nämlich was ich eigentlich auch gucken wollte. Ne? Also unterirdischer Hafen waren wir, ich weiß das. Ich habe die Handbuchseite unterirdischer Hafen eigentlich. Jetzt mal ganz ehrlich. Den habe ich. Aber ich guck mal, ob ich da mal hinkomme. Die war draußen auf jeden Fall. Aber ich denke mal, hier gehen wir jetzt erstmal zur Bibliothek, ne? Denke ich mal. Gehen wir mal hoch und gehen wir mal hoch und gehen wir mal hoch. Und gehen wir mal raus. Ah, so langsam schneien hier. Das habe ich schon auch schon alles. Genau, hier war es, genau. Dann gehen wir nochmal unterirdischer Hafen. Gucken wir mal.
Warum auch immer. Das ist also der unterirdische Hafen. Revelio. Achso. Der hat noch nicht gesehen. Ihr guckt so, oh nein, ehrlich. So. Revelio. Der Hafen, tief unter dem Viadukt Hof, befindet sich die angelegene Stelle für die Boote der Erstklässler über den großen See nach Hogwarts bringen. Ach! Ach so, jetzt habe ich verstanden. Jetzt habe ich verstanden, aber die Seite habe ich schon. Das weiß ich. Nee, vielleicht habe ich sie doch nicht. Nein, habe ich sie doch nicht gehabt. Wahrscheinlich nicht. Dann habe ich es doch nicht gehabt. Okay. Hätte sein können. Okay, dann wollen wir jetzt zur Bibliothek. Wollen wir ab zur Bibliothek. Seit dem Update ruckelt gar nichts mehr. Das ist schon mal schön, echt schön, dass hier nicht mehr ruckelt. Auch wenn es manchmal zu hell ist, aber trotzdem sieht trotzdem ganz gut aus, finde ich. Dass diese Rucklerei hat aufgehört. Da gibt es auch gewisse Sachen in Hogwarts, da waren wir nämlich noch nicht. Haha, das weiß ich. Dank meinem Sohn. Aber da kommen wir auch noch hin. Dieses Buch, um das mich Professor Weasley bat, sollte hier irgendwo sein. Revelio. Suchst du das Buch Verwandlung, die Zwischenstufen? Oh, Sophia Franklin. Professor Weasley hat mich um etwas aus diesem Buch gebeten. Darf ich es haben? Ist das so? Ich gebe dir das Buch, wenn du so nett bist und ein paar meiner Quizfragen beantwortest. Quizfragen? Manche Leute nennen Wissenshappen Trivialitäten. Ich finde, kein Wissen ist trivial. Deshalb habe ich ein kleines Quiz erstellt. Nur zum Spaß. Es geht hauptsächlich um Überlieferungen der Zaubererwelt. Oh mein Gott. Niemand sonst will es versuchen, egal wie oft ich frage. Alle sagen, sie haben mit den Schulaufgaben genug zu tun. Sie legen nicht so viel Wert auf Wissen wie ich. Du bist doch sicher interessiert. Ich fange auch mit ein paar meiner einfachsten Fragen an. Würde lustig werden. Ein Quiz klingt nach Spaß. Großartig. Nur noch ein paar Fragen und dann gebe ich dir das Buch. Fangen wir an. Welches magische Wesen wurde vor der Erfindung des goldenen Schnatzes beim Quidditch verwendet? Der Schlangenvogel. Nein, falsch. Die Antwort lautet der goldene Schnatzer. Der Schnatzer wurde erstmals 1269 von einem Zauberer namens Barbarus Bragg im Quidditch eingeführt. Leider gelten sie als ausgestorben. Nächste Frage. Welcher Trank wird häufig als flüssiges Glück bezeichnet? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht so der Held da drin. Der Alihotzi-Trank. Leider lautet die Antwort Felix Felicis.
da er dem Trinkenden vorübergehend Glück bringt, ist Felix Felicis bei allen organisierten Wettbewerben verboten. Um welche magischen Artefakte geht es im Märchen von den drei Brüdern? Ach so. Heiligtümer des Todes. Richtig. Laut Beedle dem Barden bestehen die Heiligtümer des Todes aus dem Elderstab, dem Stein der Auferstehung und dem Tarnumhang. Welcher Ball im Quidditch ist der größte? Der Quaffel. Der Quaffel. Das stimmt. Wenn ein Jäger den Quaffel in einem Quidditch-Spiel durch einen der drei Reifen wirft, bekommt seine Mannschaft 10 Punkte. Wahr oder falsch? Der Vielsafttrank erlaubt es, die Spezies zu wechseln. Die Spezies? Wahr. Tatsächlich lautet die Antwort falsch. Der Vielsafttrank kann zwar Dinge wie Alter oder Aussehen verändern, allerdings nicht die Spezies. So, ich denke, das reicht langsam. Ich lege das Buch jetzt wieder auf sein Podest. Wenn du dein Wissen noch einmal testen möchtest, kann ich dir noch viele weitere Fragen stellen. Und ich werde dir auch keine leichten Fragen mehr geben. Die nächsten werden schwieriger. Ich möchte gerne mehr Fragen beantworten. Welche Regierungsbehörde war der Vorläufer des Zaubereiministeriums? Der Rat der Zauberer. Das ist richtig. Der Rat der Zauberer löste sich 1707 auf, nachdem das internationale Statut über die Geheimhaltung von Zauberern geschaffen wurde, das zur Durchsetzung eine besser strukturierte Regierung erforderte. Welche Drachenart ist die kleinste? Das weiß ich nicht. Ich versuch's den. Der ukrainische Eisenbauch. Tut mir leid, aber die Antwort lautet der peruanische Viperzahn. Der Viperzahn ist mit einer Durchschnittslänge von 4,5 Metern zwar am kleinsten, aber er ist auch am schnellsten und wird wegen seiner giftigen Reißzähne gefürchtet. Wer hat das Dorf Hogsmeade gegründet? Hengist von Woodcroft. Das stimmt. Es wird angenommen, dass Hengist das Wirtshaus Drei Besen als Wohnsitz nutzte. Der Hintertück wurde versehentlich durch Kreuzung eines Ghouls mit welcher anderen magischen Kreatur erschaffen? Was? Hintertück wurde versehentlich durch Kreuzung eines Ghouls mit einem welchen anderen erschaffen? Demigeist. Ein Demigeist. Ja, der Hintertür kann sich unsichtbar machen. Aber die, die ihn gesehen haben, beschreiben ihn als einen großen, dünnen Affen mit silbernem Haar. Mit welchem Zauberspruch lässt sich ein Letifold abwehren? Ich denke mal, weiche Zurückfluch. Der weiche Zurückfluch? Nein, die Antwort ist der Patronuszauber. Der einzige bekannte Überlebende eines Letifold-Angriffs war ein Zauberer namens Flavius Belby, der damals in Papua-Neuguinea Urlaub machte. Von wem stammt das Gesetz der elementaren Transfiguration? Laverne de Montmorency. Das ist falsch. Die Antwort, die ich gesucht habe, war Gamp. Eine der wichtigsten Ausnahmen ist, dass Essen zwar herbeigerufen, aber nicht beschworen werden kann. Wie lautet die Übersetzung des Mottos von Hogwarts? Kitzel nie einen schlafenden Drachen. Wissen ist die wahre Magie. Erst wägen, dann wagen. Kitzel nie einen schlafenden Drachen. Kitzel nie einen schlafenden Drachen. Korrekt. Auf Latein lautet das Hogwarts-Motto Draco dormiens nunquam titillandus. Welches magische Wesen ist das einzige, das Eier in seinem Maul produziert? Die Erschwindlerin! Der Basilisk. Der Basilisk. Das ist falsch. Die richtige Antwort war die Runespore. Parselmündern zufolge hat jeder der drei Köpfe der Runespore eine andere Funktion. Der linke Kopf ist der Planer. Der mittlere ist der Träumer und der rechte ist der Kritiker. Wo befindet sich die Ilvermorny-Schule für Hexerei und Zauberei?
Pyrenäen. In den Pyrenäen? Nein, Elvermorny befindet sich nämlich auf Mount Greylock. Die amerikanische Schule wurde im 17. Jahrhundert von Isolde Sayre und James Stewart gegründet. Was ist der mächtigste Liebestrank, den die Zaubererwelt kennt? Ich hab keine Ahnung, ich mach was. Amortentia. Das ist die Antwort. Amortentia riecht für jede Person anders, je nachdem, was sie attraktiv findet. Zum Beispiel staubige Bucheinbände oder... Hast du Interesse, mit der nächsten Runde weiterzumachen? Das sind meine schwierigsten Fragen. Nicht jetzt. Ich habe jetzt keine Zeit für ein weiteres Quiz. Gut, komm zu mir, wenn du es später versuchen möchtest. Ich habe das Buch zurück auf das Podest gelegt. Mit Revelio sollte das schnell gehen. Revelio! Buch der Verwandlung, die Zwischenstufen. Dieses Buch sollte Schülern helfen, die sich mit komplizierten Art der Verwandlung beschäftigen möchte. Professor Weasley empfiehlt es oft ihren fortgeschrittenen Schülern als leichte Lektüre. Professor Weasleys Aufgaben sind fertig. Ich sollte zum Verwandlungsunterricht. Okay, danke fürs Zugucken. Das war's für Hogwarts Legacy für heute. Ich mag zwar Hogwarts und genannt zu töten, aber die Fragen beantworten. Oh. Ja, danke fürs Zugucken. Gib mir ein Video einen Daumen hoch, Like, Abo und Daumen hoch und Like ist das gleiche, aber ist scheißegal. Meine Mutter will mit mir sprechen. Ich schätze, sie hat schon einiges von dem erfahren, was wir vorhaben. Ich hoffe, sie ist mir gegenüber nachsichtiger, wenn du dabei bist. Können wir uns in den drei Besen treffen? Seit wir den Drachen aus der Hornschwanzhalle gerettet haben, ist es vielleicht endlich sicher. Danke fürs Zugucken. Bye, euer Sai. Ich mach lieber so, bevor noch irgendwas kommt. Tschüss.